Mal wieder Zeit für ein Finale hier bei St. Sinners Bowling und zwar wieder gegen Ralph Butters in einem, ich weiß nicht, was es für ein Turnier ist. Entweder Amateur oder Pro-Amateur. Auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal gegen Opal zum ersten Mal gespielt. Die alte Granny hier, die uns einfach mal mega viel abgedrückt hat. Ich glaube, von der haben wir 1500 oder so mal einfach so geschenkt bekommen. Für nichts. Ja, das ist natürlich ganz nice gewesen. Und damit haben wir jetzt auf jeden Fall genug Geld, um uns sämtliche Arenen zu kaufen. Und das ist schon ganz cool. Können wir nämlich endlich mal ein bisschen mehr hier abräumen. Können wir gegen neue Leute spielen und sowas. Ist aber halt am Anfang des Spiels immer ein bisschen schleppend. Aber jetzt sollten wir eigentlich nicht mehr so krass viele Probleme damit haben, die Arenen freizuschalten. Aber die eine, die ich mir kaufen werde, die hätten wir uns auch schon vor diesem Turnier kaufen können. Nur, es war halt das Turnier da. Und wenn man jetzt irgendwie so ein Private-Match, sage ich mal, macht gegen irgendeinen von den Charakteren, während ein Turnier stattfindet, dann kann das Turnier beim nächsten Mal weg sein. Muss nicht, aber kann. Und deswegen natürlich erstmal immer das Turnier annehmen. Und am besten natürlich den Pokal mit nach Hause nehmen. So ist das. So. Sieht gerade eigentlich ganz gut aus, aber der Rough Butters ist doch nicht so schlecht. Aber ich... Also es ist nicht so meine beste Runde jetzt. Aber noch ist es überhaupt nicht schlimm. Und das wird auch nicht schlimm werden. Seinen Bowling Ball habe ich auch noch immer noch nicht. Glaube ich schon zweimal vorher gegen den gespielt. Aber er bietet mir nichts an. Das ist natürlich schade. Ich verwechsel den halt auch immer ganz gerne mit dem Ball vom Visa Jimmy. Weil die halt relativ ähnlich sind. Die sind halt rot und haben dann so ein... Ja, so ein Strich halt in der Mitte. In dem Fall jetzt ein Feuerwehrschlauch und bei dem Fenderball, dieser glaube ich, war es halt eine Gitarre. Aber ja. Trotzdem verwechsel ich die immer ganz gerne. Und denke dann jetzt zum Beispiel, dass ich den Ball vom Ralph schon habe, aber das ist nicht der Fall. Tja, ja. So. So viel Vorsprung habe ich nicht, aber es wird locker reichen. Das schon. Das werden wir nach Hause bringen. Wenn ich nur ein Zuhause hätte. Ja, ich habe ja hier keine Bowling-Arena, wo ich zu Hause bin. Also lässt sich das schlecht sagen. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, wen wir dann auch sonst noch so treffen in der neuen Arena da. Die ich jetzt da hier freischalten werde. Auf der Map. Hab auch keine Ahnung mehr, wen wir jetzt noch nicht so getroffen haben. Also hier so Biggie the Red zum Beispiel. Fehlt ja noch, der wurde glaube ich mal angesprochen irgendwann, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall die LA werde ich mir jetzt anlocken. Oh, hier brauchen wir sogar 8000, 5000, 500 und 4000. Also so krass viel können wir dort noch nicht kaufen. Also hier werden wir dann nochmal auf Opal treffen wahrscheinlich. Wir werden uns jetzt aber erstmal hier Silicon Alley kaufen. Was für ein geiles Wortspiel. Okay. California. Wir werden hier hauptsächlich auf diese Dame hier treffen, nämlich den Veloci Bowler X10. Rank 4. Oder Rank, das ist halt schon ziemlich krass und gegen den werden wir jetzt auch erstmal bowlen. Also den werde ich immer sagen wegen Roboter. Und hier werden wir ein Angebot bekommen. Get 4 Strikes. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Gut, machen wir mal. Der kann halt auch andere Angebote haben, ne? Und dieses Angebot ist zum Beispiel halt den Ball von ihm bekommen. Oder von ihr. Hab ich den hier. Und dafür müssen wir halt entweder Strikes oder Spares werfen. Und zwar abwechselnd in jedem Frame. Und das ist halt ziemlich schwierig, aber ich habe es mal geschafft und ich werde es auch wieder schaffen hier im Let's Play, hoffentlich. Ist halt die Frage, wie oft sie mir das alles anbieten. Und der ist natürlich nicht besonders kommunikativ, weil es halt ein Roboter ist. Ich habe gerade Angst, dass ich gegen den verkacke. Und es sieht gerade sehr danach aus, als würde ich gegen den verkacken. Oh. Oh, nee. Er hat irgendwas von Ball gesagt, aber es ging um den irgendeinen Ball-Charm. Nee. Also wenn du mir deinen Ball anbietest, statt Geld, dann gebe ich doch einen Charm dafür, aber... für Geld rücke ich Charms jetzt eher nicht raus, ne? Okay, der hat sich auch an meinen Spielstil angepasst, so wie es aussieht. Hat gerade ziemlich verkackt, das ist ganz nett. Vielleicht waren es doch 20 Siege in Folge, ich weiß es nicht. Oh ja, klar, versuche ich mal. Sehr gut. Damit haben wir jetzt 3100 Dollar. Das ist schön. Meiner Erfahrung nach gibt es so etwas wie Glück nicht. Aha, okay. Ja, du wirst es wissen. Bam, 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 bam.
Verkackt. Oh. Nochmal Strike for Cash. Oh, diesmal sogar sehr viel. Und ich verkack's. Ah, das wäre schade. Das wäre schön gewesen, wenn ich das noch oben drauf bekommen hätte. Dann hätte ich das Geld für die Bowlingbahn locker schon wieder raus. Aber gut. Nicht schlimm. Wir kriegen schon bald noch eine Menge Geld. Das wird nicht das Problem sein. Als nächstes werden wir auf jeden Fall auch die Bowlingbahn darüber freischalten. Dieses Granada irgendwas oder wie es hieß. Oder Grenada. Irgendwie sowas, ne? Nein! Overconfidence. Über Selbstbewusstsein. Gibt's das im Deutschen? Wie auch immer. Oder einfach Überheblichkeit. Ah, wir haben genau das Doppelte. Cool. Aber leider wird er noch ein paar Punkte drauflegen können. Was das schöne Ergebnis zerstört. Ha. Mein Geheimnis fürs Bears. Der Pindicator. Oh. Oh, ich hätte 4 Strikes in Folge werfen müssen, ne? Das habe ich voll verpeilt. Das habe ich voll verpeilt. Na gut, dann habe ich das jetzt halt nicht bekommen. Auch nicht so schlimm. Und hier ist ein Tournament. Ein Amateurturnier. Mit Elias. Are you kidding me? Ja gut, wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen, Leute. Was willst du? 100. Ja gut, komm. Nein! Ich bin auf einem absteigenden Ast, wie man sieht. Ah. Jetzt gleich muss alles passen gegen Elias, verdammt. Ich will auch nicht meine Serie jetzt verlieren hier. Aber wir haben halt mehr als $500. Das heißt, vielleicht wird er uns wirklich seine Kugel geben. Das wäre so cool. Ich mag den E-Ball. Mega. Der ist echt cool. War lange Zeit mein Favorite. Außerdem kann er dann nicht mehr mit seiner geilen Kugel bowlen. Das ist auch ein Vorteil. Wobei er auch mit so einer normalen Kugel verdammt gut bowlen kann. Muss man dazu sagen. Na komm, gib Gas, mein Gott. Aber die beste Kugel hat eigentlich, ich weiß nicht, ist es Biggie the Red? Ich weiß es nicht, der hat halt eine verdammt schwere Kugel. Und mit der ist es durchaus am wahrscheinlichsten, am wahrscheinlichsten, dass man strikt, weil mit der Kugel kann man halt, ja, halt viele Pins auf einmal treffen und so. Das ist einfach wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall ein Ball, den wir uns schnappen sollten. Ich glaube, mit dem habe ich die meisten meiner Perfect Games gebowlt. Also, erstrebenswert auf jeden Fall. Die schnellen sind zwar cool, aber wenn man die natürlich nicht optimal trifft, die Pins, mit der Kugel, dann bringt einem auch die Schnelligkeit nicht immer unbedingt was. In dem Fall jetzt zum Beispiel schon, klar. Mit dem Langsamen wäre sowas nicht möglich gewesen. Wie man zum Beispiel hier sieht, wäre der schneller gewesen, wäre der Pin vielleicht noch rübergerollt. Alles möglich. Also schnelle Kugeln sind auf jeden Fall erstrebenswert, aber noch besser ist halt diese große Kugel. Ah, scheiße. Jetzt haben wir 50 verloren, ist doch egal. Darum killt jetzt nicht an. Echt nicht. Ah, vielleicht verkackt der Elias auch die erste Runde, aber das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln. Zu 98% wird er sich ja durchsetzen. Ich wette halt auch, dass sein Algorithmus wirklich hintersteckt. Also der mit der besseren, dem besseren Rank wird da auch dann sich durchsetzen. Das ist mir zu unsicher. Die ist zwar nicht so gut, aber man weiß ja nie. Das war mir dann doch ein bisschen zu hart. Mein DHL-Paket kommt am Mittwoch. Das ist ja toll. Wie viele Mails ich allein wegen so einer Scheiße bekomme, ne? Ist aber ganz nice zu wissen, aber man kann sich das dann auch meistens denken, wenn man dann vorher schon eine Mail bekommen hat. Ah, ihr Paket wurde verschickt. Wann das dann ungefähr ankommt, also. Aber naja. Ich mag den Service trotzdem. Ah, ich bin gerade nicht gut hier im Treffen des richtigen Pins. Dahin, so. Sehr gut. So, was willst du? Ja, komm. Mit der Geschwindigkeit wird das sowieso nichts. Ficken. Ah, super. Insgesamt jetzt also $200 verloren gegen die dumme Nuss hier. Gegen die Briefmarke hier. Natürlich setze ich Elias durch, der ist Rang 2. Oh, sehr geil. Give Elias $500 and you'll get the E-Ball. Her damit, und den nehmen wir auch direkt. Und bloß nicht erschrecken, der ist verdammt schnell. Der ist verdammt schnell.
Alter, der war so schnell wie eine Rakete. Ja, und ihr seht, er bowlt trotzdem mit seiner billigen Kugel genauso gut. Ich liebe den E-Ball einfach. Der ist so verdammt schnell und dadurch so verdammt... Der schlägt so verdammt hart ein. Das ist richtig gut. Ist halt richtig gut, dass wir jetzt von ihm tatsächlich den Ball bekommen haben. Einmal, weil ich ihn jetzt habe. Und zum anderen, weil ich jetzt halt direkt mit ihm bowlen kann. Und das meine Siegchancen doch irgendwie steigert, würde ich behaupten. Auch wenn das jetzt kacke war. Scheiße. Was willst du? $20? Dein Taschengeld? Na gut, her damit. Ich zieh kleinen Kindern ihr Taschengeld ab. Aber es ist ein arrogantes Kind, insofern ist das oder ein verwöhntes Kind oder was weiß ich. Deswegen absolut. Did you see that? Nee, ich hab blind gebowlt. Sei der Kran und so. Funktioniert auch beim Bowling. Hab ich mir sagen lassen. Oh, er hat nicht mehr abgeräumt. Ich mag den einfach. Der E-Ball ist klasse. Den werde ich jetzt auch behalten erstmal. Bis ich einen neuen geilen Ball kriege. Es sei schon mal gesagt, der ist auf jeden Fall der schnellste im Spiel. Einen schnelleren gibt es tatsächlich nicht. Es gibt bessere, aber nicht schnellere. Das ist wirklich der schnellste. Was aber halt auch nicht immer ganz gut ist. Also es, die besseren Bälle sind halt dann wirklich ein bisschen mehr auf Balance gepolt. Also die haben jetzt nicht nur mega viel Speed, sondern die haben halt eben auch eine gewisse Größe und die haben eine gewisse Kontrolle. Das natürlich, was auch natürlich auch daher kommt, dass sie eben nicht so schnell sind. Das ist natürlich alles, das sind Faktoren. Logisch. Jetzt haben wir insgesamt $20 schon an dem verloren. Das ist mies. Und wir verlieren vielleicht sogar das Spiel. Das ist gerade gar nicht mal so krass unwahrscheinlich, weil er jetzt wieder richtig aufholt. Ui, das war gut, dass das jetzt kein Strike wurde, sonst wäre das echt mies gewesen. Er hätte einen Turkey bekommen. Noch stehen unsere Chancen ganz gut. Ja, sehr gut. Sehr gut, das war's, glaube ich. Das können wir, glaube ich, nicht mehr verlieren. Das sollte es gewesen sein. Auch wenn jetzt ein Turkey bowlt. Und er tut es nicht. Super, das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben Elias Silverado geschlagen zum ersten Mal. Und haben sogar gleichzeitig noch seinen Ball bekommen. Alles super. Hervorragend. Also es ist tatsächlich Fakt. 500 müssen wir ihm bezahlen. Und wir sind jetzt Rang 1, weil wir den zweiten geschlagen haben. Was irgendwie keinen Sinn macht. Aber kann man sich mal gönnen. Und das war ein Amateurturnier. Muss man sich auch mal vor Augen führen. Gegen so einen krassen Bowler. Tja, wir haben jetzt leider nicht mehr genug Geld, um die LA freizuschalten. Aber das holen wir uns jetzt wieder. Irgendwo, vielleicht. Sollen wir gegen den Doppelino Schnurrbart spielen? Ja, gegen den Schnurrbart. Nicht Bart. Bart. Ah, was will der? In a row. Okay, gut. Also 5 Strikes in Folge in dem Spiel. Und dann bekommen wir 1000 irgendwas. Wäre natürlich ganz nice, in Anbetracht der Bowling Bunny freischalten wollen. Aber es wird nicht einfach, weil der E-Ball ist halt auch, wie ihr seht, teilweise auch mir zu schnell. Muss man halt mal gucken, ob der wirklich der beste Vater in dem Moment ist. Glaube ich, mir dann doch wieder hier Bullminion oder so holen will. Ah, Alter! Der hätte nur warten sollen, dann hätte er beide noch abgeräumt, verdammt. Er ist halt 2 Strikes, gleich 3 Strikes wahrscheinlich, nee. Das hatte ich auch noch nie, tatsächlich. Ah, was steht hier? Gerüchte sagen, dass hier Svetlana einmal versucht hat, all ihr Geld in einen Hund zu investieren. In einen Hund! Um ihm beizubringen, wie man bowlt. Und war der Hund gut genug? Ich sage dir mehr, wenn du mir $100 gibst, wenn du... Achso, ich sage dir mehr und gib dir $100, wenn du mich sparen lässt. Ja, jetzt beginnt die große Quest, wo wir gleich einfach mal $10.000 geschenkt bekommen. Habe ich zumindest damals gedacht, aber ich habe den Text halt nicht gelesen. Ja, okay, dann haben wir das doch gehabt. Also wir müssen jetzt einfach nur sparen lassen. So, und jetzt gibt er uns neue Informationen. Das müssen wir auf jeden Fall lesen. Also, das ist passiert. Svetlanas Hund ist verloren gegangen. Oder gedognappt vielleicht. Deswegen hat Svetlana und ihr Geheimagent sind jetzt halt auf der Suche oder so. Also warum machst du nicht selber so ein bisschen Detektivarbeit und poke around dark alleys for leads und durchsuchst irgendwie geheime, dunkle Bowling-Arenen oder sowas? Oder was will er mir damit jetzt sagen? Weiß es nicht. Ich glaube 5, ne? 5 wollte der Willow-Sea-Bowler haben. Pi. Aha, okay.
Das Geheimnis des Bowlens liegt in Pi. Gut. Wissen wir jetzt Bescheid. Misinformed. Er ist nicht gefährlich. He must be deleted. Also der will irgendwie den Dr. Linus Schnurrbart auslöschen. Ja, ich erinnere mich. Die sind irgendwie so ein bisschen... wie nennt man das? Befeindet? Verfeindet? Halt, ne? Wisst, was ich meine. Wie auch immer man einen Roboter als Feind haben kann, aber... Ja gut. Auch dieser Wurf fällt in die Kategorie ja gut. Ja, ich glaube, das kleine Entgelt von dem Roboter können wir uns abschminken. Ja, definitiv. Aber wir könnten das Spiel gewinnen. Aber auch das ist alles andere als sicher, weil er ist ja nicht schlecht und ich bin gerade nicht wirklich gut. Einen Punkt Vorsprung hat er. Meine Güte! Was ist los? Scheiße. Oh! Heieieiei. Das war lucky. Und er strike, ne? Er strike, fuck. Ich kann das Spiel aber nicht abbrechen, weil ich diese Information bekommen habe und die ist wichtig. Weil daraufhin passiert jetzt gleich was. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt verkackt und wir das Spiel noch gewinnen, sonst wäre das echt schade. Es könnte passieren, wenn er jetzt kein... Sehr gut, ja, ja. Yes, ich hab's geschafft. Ich habe zwar das verloren, aber ist egal. Und wir haben es! 20-Game-Winning-Streak. Holy smokes. Nee, hokey smokes. Du hast gerade hier dieses 20 Zarking Games, whatever, gewonnen und... Ja, hast du das gemacht, du kranker Sack. Ja, das wäre jetzt echt mies gewesen, wenn ich das jetzt verloren hätte. Das wäre echt das Letzte, was hier gefehlt hat. Also, es sind tatsächlich keine 10 Spiele, aber das hätte ich euch schon jetzt so sagen können, weil es ist jetzt mittlerweile schon einige Zeit her gewesen, dass wir das letzte Mal verloren haben, aber es ist jetzt endlich offiziell. Wir haben hier das 20er-Ding, das ist geil. So, und hier haben wir jetzt 2 Messages. Ja, wo gehen wir denn hin? Hier, nee, wir haben 4 Messages. Was willst du wissen über den Kingpin-Dog? Aha, was haben wir hier? Dasselbe. Dann noch einmal mit Zulu. Und einmal mit Dixie. Ich glaube, wir sprechen erstmal mit Seymour. Oder? Wir sprechen mit Seymour. Also, was ist los? Da ist das Gerücht. Das Gerücht geht rum, dass da ein vermisster Bowlinghund namens Skillet unterwegs ist. Der gehört zu Svetlana, ja? Also, wenn du mich schlagen kannst, dann gebe ich dir mehr Informationen, wie du ihn finden kannst. $500, sagen wir, wenn ich gewinne. Ach so. Oder so. Genau, ja. Okay. Also, er gibt uns $500 und Informationen, wenn ich gewinne. Und sonst muss ich ihm $500 geben. Gut. Klingt fair. Er war jetzt nicht so gut. Ich allerdings auch nicht. Gerade mit dem Bowl. Ich glaube, ich hätte doch einen anderen nehmen sollen. Wie gesagt, ich mag den E-Ball, aber der ist mir teilweise so unsicher. Eieiei. Der klotzt aber richtig ran. Scheiße! $500 los, geil. Ja, die müssen wir jetzt wieder über den Sieg des Spiels reinholen. Ah, du hast große Muskeln. Ja, und leider einen zu großen und lockeren Geldbeutel. Fuck it! Ich verkack das hier total. Also ich werde dem keine $500 zahlen, ich werde dann abhauen. Ganz feige. Wieso ist der denn so gut? Verdammt! Und warum bin ich so schlecht? Nee, ich muss beim nächsten Mal den E-Ball auf jeden Fall loswerden. Du willst vielleicht die Information über den Hund haben, aber ich werde mir dein Geld holen. Deswegen werde ich gewinnen. Oder irgendwie, er will halt mein Geld auf jeden Fall. Ja, und er wird es wahrscheinlich auch bekommen. Er bowlt zwar gerade schlecht, aber bisher trotzdem noch viel besser als ich. Ich meine, er hat noch 3 Strikes mehr als ich. So, endlich mal wieder. Könnte es noch schaffen, aber es ist schwer. Er strikt wieder. Nee, er strikt nicht. Yes! Ja, sobald der Jeremiah hier da ist, ne, geht's wieder bergauf oder so. Ah, nicht abräumen. Ja, sehr gut. Wir haben eine realistische Chance, glaube ich. Er hat noch 1 Strike mehr insgesamt jetzt gerade. Dafür hat er 2 Frames nicht gesperrt.
Na gut, das habe ich jetzt verkackt. Ja, jetzt müssen wir es bis zum Ende spielen und hoffen, dass er es nicht schafft. Der wird aber ein Strike. Ne, wird kein Strike. Wir haben eine Chance, Yes, sauber. Eddie Viper und Biggie the Red haben Skillet entführt in eine von ihren Classic Silent Black and White Bowling Train Haste Slapstick LA Robberies. Okay, in irgendwelchen Entführungsszenarien auf jeden Fall, was weiß ich. Naja. Rede mit den Gehirnen von diesem Paar. Mhm. Was weiß ich. Zuerst brauchst du die krasse Ablöse oder wie heißt diese hier von Geiselnamen, wie heißt denn das? Nicht Ablöse, Lösegeld, so. Schätze ich mal, heißt das von $10,000, ja? Und ich wette hier, der Besitzer zahlte das. Ja gut, dann werden wir als nächstes also mit Svetlana spielen müssen. Denn sie wird uns dann die 10.000 geben. Ah, mein Lieblingshuhn, wo bist du? Hat irgendjemand sie gesehen? Ich suche überall. Spiel mit mir. Wir reden hier Auge in Auge. Okay, wir spielen zusammen, Svetlana. Was ist los? Ah, wo ist mein Baby? Mein Skillet. Mein wertvoller, mein Schatz. Ach, es ist der beste Bowlinghund. Und auch der einzige wahrscheinlich. Ich investiere sehr viel Geld und boom, was weiß ich. Gekidnappt von zwei Personen mit Motorrädern. Detektiv Niklas, du musst meinen kleinen Hund finden, mein kleines Hühnchen. Ich zahle die Lösesumme. Hier, die hier, $10,000, um sie zu bezahlen. Okay. Wir haben $10,000. Ah, sehr gut, Detektiv Niklas. Finde meinen Skillet. Es ist wichtig. Es ist sehr viel Geld. Ja, du hast es doch. Ja. Und damals habe ich den Dialog natürlich noch nicht gelesen, weil ich kein Englisch konnte. Und deswegen wusste ich auch nicht, was passiert ist. Warum ich jetzt einfach so $10,000 geschenkt bekomme. Und habe halt so gedacht, ja geil, $10,000, ne? Dann habe ich halt gesehen, ja gut, da ist wieder eine Message nach dem Spiel hier. Und dann habe ich plötzlich die $10,000 nicht mehr gehabt. Und dann habe ich halt so gedacht, boah, scheiße, was habe ich gemacht? Ich habe $10,000 verloren. Ja, das war eine witzige Geschichte. Aber jetzt weiß ich ja, was hier überhaupt abgeht. Und dass das eigentlich ganz normal ist, dass man 10.000 bekommt und wieder abgeben muss. Und die hat immer noch Nerven, mich hier mit so einer Scheiße zu belästigen. Hm, lass mal. Ah, du strikst wie ein kleiner Junge. Und du weinst wie ein kleines Mädchen wegen deinem komischen Bowlinghund. Ich meine, gut, Hund, okay. Aber wegen einem Bowlinghund. Und warum... Warum holt man sich einen Hund, der auf einmal bowlen lernen soll? Und wie geht das überhaupt, verdammte Scheiße? Sie hätte auch in einen Roboter investieren können oder in die Jugend. Was weiß ich. Keine Ahnung. Aber in einen Hund. Warum? Und wie? Und... Naja. Wie auch immer, sie hat es ja offenbar geschafft, weil es ist tatsächlich der beste Bowler überhaupt, der Skillet. Oh! Geil! Ja, also ich brauche ein paar Bucks, ne, um hier die Granny in so ein Run-and-Sauce-Training-Day zu geben oder so. Ja, okay, was weiß ich. Also hier, ne, ist so ein krasser, komischer Ball mit so einer geilen Lady und so, ne, also... Ah, ich geb's dir für so 1000, ne? Wie sieht's aus? Ja, her damit. Wir nehmen den Mudflap Ball. Es ist his ball, house ass. Aha, whatever. Wir nehmen den aber nicht. Wobei, der ist 15. Ist also relativ schwer. Wir nehmen den mal. Um zu gucken, wie der so ist. Also, seht ihr, er ist groß. Das ist schon mal der Vorteil an dem Ball. Aber der ist relativ langsam. Der ist, glaube ich, nicht mal normal, der ist einfach nur langsam. Es kann auch sein, dass er mir jetzt einfach nur so langsam vorkommt, weil ich jetzt gerade eben die ganze Zeit den E-Ball hatte. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder auswechseln, den Ball jetzt hier. Den werde ich nicht behalten. Aber man sieht schon, dass der Ball halt deutlich größer ist. Zumal der E-Ball auch gar nicht mal die Normalgröße hat, der ist halt auch ein bisschen kleiner. Ich glaube, der hat so 10 oder so. Aber ja. Ich meine, der größte Ball eben von Biggie the Red ist halt wirklich 16, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist halt auch ein bisschen schneller als der hier. Deswegen ist das eigentlich so einer der coolsten Bälle.
Sieht zwar scheiße aus, aber er ist wirklich gut. Ja gut, scheiße sieht er nicht mal aus, aber er ist relativ langweilig halt. Nein. Na komm! Ach Mann. Hier ist eine geile Lady auf dem Ball. Fall doch mal ein bisschen um. Ehrfurcht und so. So, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also seht schon, der ist durchaus zuverlässig. Also zuverlässiger als der E-Ball, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Dafür ist es halt relativ müßig, mit ihm zu spielen, weil er sehr langsam ist. Das ist natürlich dann die Kehrseite. Deswegen werde ich gleich mal wieder einen schnelleren Ball nehmen. Ich glaube, ich nehme mal wieder den Bull-Minion. Den habe ich jetzt länger nicht genommen. Machen wir das. Dann sprechen wir mit den Entführern, und zwar noch in diesem Part. Da sind sie nämlich auch schon. In der gleichen Arena. Das war wohl schlechtes Timing. Ne, wir nehmen den Beauty-Ball. Der war immer noch ein bisschen cooler irgendwie. Ha, nein. Ich werde dir nicht mehr sagen. Aber willst du trotzdem spielen? Ja, will ich trotzdem. 5, die ist Rang 5, echt? War die so gut? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. I bet train that. Achso. Ich wette, Svetlana hat diesen komischen Hund trainiert, allein um mich zu besiegen. Niemals werde ich ihn zurückgeben. Außer, wenn du mir $10.000 gibst, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Okay, dann bitteschön. You gave up $10.000. Als ob ich dieses Ding ja mit mir führe? Niemals. Biggie hat sie. Oh, bauen mit ihm, ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Gut. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal diese Information. Eddie Viper hat diesen Hund also nicht bei sich, sondern Biggie hat sie. Also sie ist Skillet, das ist offenbar eine Hündin. Auch wenn ich irgendwie... Ja, weiß nicht. Hört sich jetzt nicht so weiblich an, aber okay. Ja. Also Svetlana hat... Oh. Ja, wow. Svetlana hat angeblich Skillet nur trainiert, damit sie Eddie schlägt. Allerdings, ich glaube, das schafft Svetlana sogar selber. Ich weiß jetzt nicht, was hier mit Rang 4 jetzt genau gemeint ist, weil Rang 4 bolt sie definitiv nicht. Also ich glaube, auch den Rang hat sie sich gekauft, nicht nur den Hund. Also im Endeffekt hat sie ihn sich ja gekauft. Also, gut bolt sie auf jeden Fall nicht. Mittlerweile zwar besser als am Anfang, aber nicht gut. Oh. Ja, $50, komm, nehmen wir mal mit. Oder verlieren wir mal. Verlieren nur Geld hier am Ende des Parts, das ist traurig. Na gut, das eine war ja wegen der Quest. Ja gut, dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall mal mit Biggie reden und den Skill zurückerobern. Und ihn dann zurück zu Svetlana bringen. Und dann ist wieder alles super. Den Bowlingball werden wir dafür zwar trotzdem nicht von Svetlana bekommen, aber immerhin. Ja, keine Ahnung. Ah, sollen wir das mal riskieren? Nee, sie hat gerade 2 Strikes geworfen. Bist du verängstigt, mit mir zu spielen? Na, genau das habe ich mir gedacht. Ja, du Mutter. Aber ich bin besser als du. Toasted Turkey. Bim, 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 bim. Ach, das Spiel ist so cool. Es ist alt, aber es ist sau cool. Jetzt ist die Zähne-Chance natürlich besser, aber ich mach's trotzdem nicht. Ah. Ich brauche halt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Geld. Ich habe jetzt einiges rausgehauen. Wofür eigentlich? Einmal für den Bowlingball von Elias, okay. Und ich glaube nochmal für... Stimmt hier für den von... Wer war denn das nochmal? Irgend so ein alter Sack hier, der Cecil war das, glaube ich, ne? Und der ist gerade irgendwas durchgeflimmert. So, sehr gut. Passt doch. Kannst du bitte mal striken? Du nervst mit deiner Schlechtigkeit. Du hast danach gefragt. Ja, habe ich, aber du hast es nicht geschafft, weil du schlecht bist. Gut, beim nächsten Mal werden wir dann also hier gegen Biggie the Red spielen. Eddie hat gesagt, ich... Hä? Eddie hat gesagt, ich soll dir nichts über den Hund sagen. Und dass ich nichts über irgendjemanden, irgendeinen Hund weiß. Okay, ja gut.
Ist mir egal, du wirst mir beim nächsten Mal was sagen. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei und dann holen wir uns Skillet zurück, der dann auf einmal hier irgendwann auftauchen wird, wenn wir die Arena mal freigeschaltet haben. Also bis dahin, tschüss.